Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert vom Rabenstein. Ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Wir wollen uns heute mal um die Tarnung im Wald kümmern. Welche Möglichkeiten habt ihr denn da? Worauf sollte man achten? Und wofür ist das überhaupt gut? Und wofür ist das für mich gut? Darum soll es in diesem Video gehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Okay, liebe Freunde, zur Demonstration habe ich heute einiges Verschiedenes mit. Einmal typische Bundeswehr-Tarnkleidung hier in Parka. Dann hier zum Beispiel so ein Netzgewebe, Netzschal, zeige ich dann. Dann auch verschiedene Sachen, um sie über den Kopf zu ziehen. Hier so ein Buff und hier wirklich so eine richtige Maske. Dann habe ich hier noch ein einfaches Tuch, will ich auch mal demonstrieren. Hier habe ich mein Helikontex Poncho dabei. Hier ein Fernglas, ein bisschen zum Beobachten. Mütze und dann habe ich hier noch zwei verschiedene Tarnnetze dabei. Und all das werden wir heute mal ein bisschen ausprobieren und ich zeige euch mal die verschiedenen Tarnwirkungen und was man damit so machen kann im Wald. Okay, liebe Freunde, wenn wir von Tarnung im Wald sprechen, dann geht es uns darum, dass wir möglichst unerkannt sind bei dem, was wir da treiben. Sei es nun unser Lagerbau, unsere kleine Aktivität im Wald oder auch zum Beispiel zum Tiere beobachten. Ich finde es da ziemlich schön, wenn ich selber einfach getarnt bin. Da kann ich ganz ungestört beobachten mit einem Fernglas und da fühle ich mich wirklich sehr sicher und von daher finde ich die Tarnung sehr gut. Das erste, was man dazu beheben müsste, wäre, ich habe hier nackte Arme und nackte Beine. Die nackten Beine kann ich heute nicht verdecken, weil ich habe keine lange Hose dabei. Es ist einfach viel zu warm. Aber für die nackten Arme zum Beispiel, im einfachsten Fall, nehme ich hier so einen Parka von der Bundeswehr. Ich habe es im Anfang Video schon mal erwähnt. Ich finde diesen Bundeswehrstoff, diese einfache Baumwolle, sehr, sehr schön, weil die ist zwar nicht besonders schnell trocknend, aber die finde ich relativ atmungsaktiv und sehr angenehm. Und wenn ich mir hier zum Beispiel die Kapuze zumache, und mich damit irgendwo in den Wald hocke, bin ich relativ unerkannt. Ich zeig's euch mal. Also hier so eine Flecktarnkleidung ist für unsere Breiten gar nicht schlecht. Ansonsten gefällt mir natürlich sehr, sehr gut dieser Stoff von der Hose und auch vom Tarp und von meinem Poncho. Das Pencott Wildwood ist ein super Tarnstoff, um für unsere Breiten zu tarnen, gerade wenn das alles so schön grün und saftig ist. Aber ansonsten geht natürlich auch Flecktarn, auf jeden Fall klar. Möchte ich jetzt noch mehr Tarnwirkung erreichen, dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit hier mit so einem Buff, in dem Falle in Flecktarn, mich abzutarnen. Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, um den zu wickeln. Im einfachsten Fall ziehe ich mir einfach über den Kopf. So weit wie möglich nach unten und ich habe hier noch so einen ganz einfachen Uni-Hat, auch von der Bundeswehr, den Flecktarn, den packe ich mir hier noch oben drüber und jetzt könnt ihr sehen, es sind nur noch die Augen frei und wenn ich damit jetzt quasi hier im Wald verschwinden will, dann kann ich mich so jetzt hineinsetzen und ganz ungestört beobachten. Natürlich ist es immer noch so ein bisschen abhängig von Licht und Schatten, ob ich jetzt wirklich sichtbar bin oder nicht. Aber damit kann ich mich jetzt wirklich ins Gemüse legen und bin damit sehr, sehr unerkannt. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Okay, liebe Freunde, die andere Möglichkeit, die ihr immer habt, wenn ihr euch einfach schnell irgendwo tarnen wollt, ist natürlich das Gesicht zu bedecken, weil wenn ihr irgendwo durchs Laub guckt,
das Gesicht ist so hell, das sieht man wirklich gut. Und dafür gibt es zum Beispiel hier solche Masken oder Sturmhauben oder irgendwas. Ich habe ja mal eine ganz einfache bestellt und zeige euch mal die Wirkung. Okay, so sieht die Maske aus, wenn sie drauf ist. Und jetzt gehen wir damit mal ein bisschen in Tarnung. Ich zeige euch das mal. Ja, so sieht das aus. Wenn man gut getarnt irgendwo liegt, ist man wirklich kaum sichtbar und man wird eins mit dem Wald. Die Tiere beachten einen noch weniger und man hat wirklich die Möglichkeit, einiges zu beobachten. So ein Schlauchschal. Und selbst diese Maske hat einen gewichtigen Nachteil. Wenn es sehr warm ist, dann blockiert es natürlich die Luftzirkulation am Gesicht. Man fängt an zu schwitzen. Selbst so ein Bunny-Head kann dafür nicht so richtig Abhilfe schaffen. Es ist einfach sehr, sehr warm. Und dafür gibt es noch eine sehr schöne Lösung. Die finde ich auch sehr praktisch. Und ist so ein bisschen die Verbindung von allen Sachen. Ein Tarnnetz, Meshgewebe. Ihr seht, wenn ich damit näher rankomme, kann man da ziemlich einfach durchgucken. Ist wirklich sehr, sehr leicht und luftig. Und es geht ja darum, Kanten zu brechen. Das heißt, ich lege mir das über den Kopf und schon wird mein Gesicht nahezu unsichtbar. Selbst mein Kopf. Wenn ich mich damit ins Gebüsch bewege, habe ich sehr, sehr gute Luftzirkulation, aber auch einen sehr, sehr guten Tarneffekt. Das zeige ich euch jetzt mal. Dieser Tarnschal und dieses Tuch sorgt wirklich dafür, dass man nahezu unsichtbar wird, egal wo man ist. Man geht sehr, sehr gut in den Untergrund und Hintergrund über. Damit kann man sich wirklich irgendwo sehr schnell hinlegen. Das ist eine feine Lösung, um einfach dabei zu haben. Auch weil ich dieses Tuch auch als Halstuch und als Tragetuch und so weiter benutzen kann. Sehr, sehr praktisch. Und wenn ich es halt brauche, dann einfach drüber und schon sind die Kanten gebrochen. Und mein Gesicht ist schon unsichtbarer. Jetzt muss ich nur noch meine Kontur verstecken. Und da hilft es natürlich irgendwo dahinter zu sein, wenn irgendwo sich die Konturen in der Natur sowieso brechen, dann ist es da am besten geeignet. Ja, liebe Freunde, ich konnte euch gerade beobachten, aber ihr konntet mich nicht sehen. Das ist der große Vorteil von Tarnung. Wunderbar saftig. Und reif. Ja, liebe Freunde, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was über das Brechen von Konturen erzählt. Und da ist natürlich so eine Form hier, die sich um meinen Kopf schmiegt, nicht besonders praktisch. Weil man sieht es halt. Sobald ich aber irgendwo Blätter habe, ist meine Kontur gebrochen und es wird schon sehr, sehr viel bessere Tarnwirkung. Wir wollen uns jetzt einmal darum kümmern, dass dieser Bunny Head hier besser meine Tarnung erhöht und die Konturen besser bricht. Dazu kann man einfach in die Schlaufen, die hier außen dran sind, Äste reinführen. Das zeige ich euch jetzt mal. Schon mit ein paar wenigen Ästen erhöhe ich meine Tarnwirkung hier massiv. Ich habe einfach ein paar eingesteckt. Müssen natürlich am besten der Umgebung entsprechen, ansonsten funktioniert es nicht. Und damit lege ich mir jetzt mal ins Gemüse. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Schon ein paar Blätter brechen meine Konturen und es wird schon wirklich weniger möglich, mich zu entdecken. Finde ich sehr, sehr praktisch und schon so ein paar Äste
lassen mich mit der Umgebung viel besser verschmelzen. Ich möchte es nochmal betonen, falls jemand so eine Art von Tarnung oder Tarnung allgemein für militärisch oder militant hält. Für mich hat das nichts mit Militär zu tun. Ich bin noch kein Armee-Fan, ich bin auch niemand, der einen Krieg möchte. Für mich ist das was, was mich bei Naturbeobachtungen und meiner Zeit im Wald davor schützt, entdeckt zu werden. Das ist für mich richtig viel wert, sei es gegenüber anderen Menschen oder gegenüber Tieren. Und für nichts anderes mache ich das. Nicht, um irgendjemanden auszuspionieren, auch nicht, um irgendwo Waffengewalt einzusetzen, irgend so ein Mist. Alles gar nicht mein Ding und überhaupt nicht meine Absicht. Ich möchte euch zeigen, wenn man friedlich den Wald besuchen will und genießen will, so wie ich es tue, wie man sich da ein bisschen besser einfügen kann. Und für mich ist so eine Art von Tarnung auf jeden Fall ein Mittel dafür, mich besser einzufügen. Und aus dem Grund finde ich Tarnung ziemlich gut und Tarnstoff allgemein. Auch für so ein Partytuch, und ich bin da ein großer Fan von, gibt es tausend und eine Anwendungsmöglichkeit. Allen voran natürlich als wunderschöner Halsschutz für den Winter und allgemein. Aber ich kann auch das zur Tarnung verwenden, wenn ich möchte. Die einfachste Möglichkeit davon wäre, das Ganze als Dreieck zu nehmen. Dann einmal über den Kopf und einmal drumherum. Hinten schließen. Und schon habe ich auch hier einen ganz einfachen Tarneffekt und habe mein Gesicht sehr gut verdeckt. Finde ich praktisch. Gerade auch so ein Muster mit Oliv und Schwarz ist gar nicht schlecht. Ja, liebe Freunde, wie ihr ja schon wisst, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, bin ich ein großer Fan von Helikontex, weil die haben das Tarnmuster Pencoat Wildwood. Mein Tarp, mein Poncho, meine Hose, ganz viele Sachen haben mittlerweile dieses Tarnmuster, weil ich finde es wirklich genial. Und dazu habe ich jetzt nochmal als Demonstration den Poncho dabei. Ihr könnt sehen, sehr, sehr schönes Tarnmuster auch. Der glänzt zwar ein bisschen, etwas mehr als das Tarp, und trotzdem ist er neben allen anderen Funktionen, die er bietet, auch ein sehr, sehr gutes Tarnmuster. Das zeige ich euch jetzt mal. Er ist nicht perfekt, aber wenn man nichts Besseres dabei hat, der Poncho, den ich meistens dabei habe, ist auch eine feine Sache, um sich zu tarnen. Der ist nicht ganz atmungsaktiv, logischerweise, weil er ist ja wasserabweisend, aber Tarneffekt ist auf jeden Fall da und damit kann man sich auch im Wald verstecken. Sehr, sehr cool. Okay, liebe Freunde, wenn es uns jetzt darum geht, unsere Lager zu verstecken, dann kann man natürlich da auch Äste und sowas benutzen. Wenn es dann in Richtung permanentes Lager geht, also irgendwas, was ich längere Zeit verstecken möchte oder wo ich mich länger aufhalte, dann ist ein Tarnnetz natürlich eine feine Sache. Meist sind die sehr leicht und auch die dienen dazu, Strukturen zu brechen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal zwei mitgebracht. Zum einen habe ich hier so ein Bundeswehr-Tarnnetz in Flecktarn. Auch das kann man sich einfach, wenn man will, drüber werfen. Und ihr seht auch so schon einen Tarneffekt. Und wenn ich jetzt damit meine Ausrüstung tarnen möchte, dann kann ich die auch einfach drüber werfen. Könnt ihr jetzt noch ein paar Äste dazufügen und schon ist ein Tarneffekt auf jeden Fall da. Zeige ich euch gleich nochmal von Weitem. Hier ist die Ausrüstung. Rucksack, super getarnt.
wieder drüber und weg. Dann betrachten wir nochmal die Tarnnetze hier ein bisschen im Licht. Das ist also hier dieses Bundeswehrnetz. Auf der hinteren Seite ist es grün, also einfach Oliv. Und die andere Seite ist ein Flecktarn. Und ich finde, die hat einen sehr, sehr guten Tarneffekt. Ist auf jeden Fall geeignet. Kostet ein bisschen mehr, aber ist auf jeden Fall wirklich geeignet. Ich könnte jetzt hier noch überall Äste hineinstecken und damit aber meine Ausrüstung sehr, sehr gut irgendwo abtarnen. Und die ist wirklich schwer zu finden. Als zweite Option habe ich hier mal noch so einen China-Kracher bestellt. Das ist ein Tarnnetz in der Größe hier. Gibt es das schon für, ich glaube, 2 bis 3 Euro. Ich glaube, billiger wird es nicht. Ist natürlich entsprechend einfach, aber taugt auch. Ich habe mich hier gerade in Ästen verfangen. Übrigens, das ist schon der größte Nachteil daran. Die haben ja meistens irgendwie so ein genähtes Gewebe drumherum und das bleibt überall hängen. Wenn ich es irgendwo im Wald verwenden will, dann naja, bleibt eben überall hängen. Sieht so aus. Ist ein ganzes Stück heller, aber auch das sieht aus wie ein Laubhaufen. Wenn ich das jetzt auf meine Ausrüstung packe, dann sollte die auch getarnt aussehen. Okay, könnte so aussehen. Und wir schauen mal von Weitem drauf. Hier ist meine Ausrüstung. Ihr könnt sehen, ziemlich gut getarnt. Könnt jetzt hier ran, macht sie dazu. Trotzdem, dass das ziemlich hell ist und sehr, sehr einfacher Stoff, ist es auf jeden Fall ausreichend. Ich denke, der Tarneffekt ist da. Ja, und hier nochmal die günstige China-Folie im Vergleich. Die hat hinten so ein Gewebe aus Netz. Ist wirklich doof, dass da alles drin hängen bleibt. Das finde ich nicht so praktisch. Ansonsten ist die von innen auch sehr, sehr hell. Die würde man auf jeden Fall gut irgendwo sehen. Von außen hat sie einen relativ guten Tarneffekt. So ein bisschen dunkel. Und auch die wäre geeignet. Zwar weniger gut als die andere, aber halt wirklich für so einen Preis von 2-3 Euro geht die auf jeden Fall klar. Auch hier könnte ich jetzt überall Äste und Stöcke einbringen und dann ist die auch in Ordnung. Ich hoffe, ihr konntet sehen, wie Mützen, Tarnschals, Tarnnetze, alles Mögliche dazu beitragen, dass man wirklich ungesehen im Wald sein kann. Irgendwo im Gemüse liegen und man ist unsichtbar. Natürlich sollte man sich nicht den hellsten Punkt aussuchen, weil einfach, wenn die Sonne drauf scheint, ist es immer noch möglich, dass man gesehen wird. Wie ihr jetzt gerade hier so ein bisschen seht, wenn die Sonne mal kurz lugt, dann sieht man meinen Kopf sehr gut. Ansonsten ist er aber gut abgetarnt und ich hoffe, ich konnte euch so zeigen, was es für Möglichkeiten gibt und die Optionen so ein bisschen aufzeigen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare unten schreiben, was ihr so davon haltet und was ihr dazu sagt. Tarnt ihr euch denn, wenn ihr in den Wald geht oder lasst ihr das völlig sein? Ist es euch egal? Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Tarnkleidung. Einfach, das ist genau mein Ding. Ich möchte unerkannt sein im Wald. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gern ein Gefällt mir. Dann weiß YouTube, dass das Video anscheinend gut ist.
bleibt gern bei mir und abonniert mich gerne. Ich mache viele Videos und nehme euch mit. Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Geht auch mal raus, genießt die Natur und lasst euch gut gehen. Ich sage bis zum nächsten Mal, haut rein. Euer Robert vom Rabenstein. Macht's gut.